Hallo und herzlich willkommen im kleinen Labor des Kinder- und Jugendhaus Ostend. Mein Name ist Professor Ducek. Die meisten von euch kennen mich noch nicht, aber ihr werdet mich heute garantiert kennenlernen. Ich möchte euch heute ein kleines Experiment zeigen. Das könnt ihr ganz leicht zu Hause nachmachen und am besten eignet es sich, wenn ihr ein bisschen Langeweile habt oder zwischen euren Schulaufgaben oder wenn ihr einfach mal eure Eltern verzaubern wollt. So, ich würde jetzt euch jetzt erstmal zeigen, was ihr alles für das Experiment braucht. Das erste ist, was wir brauchen, ist eine Art Schüssel. Hauptsache durchsichtig und ein bisschen hoch genug. Das zweite, was wir für das Experiment brauchen, ist ein Glas, was durchsichtig ist. Es kann so ein Glas sein oder auch ein bisschen höheres Glas. Das dritte, was wir brauchen, ist ein Teelicht oder eine kleine Kerze. Und das letzte, was wir brauchen, sind Gummibärchen. So, liebe Leute, Professor ist wieder da. Habt ihr gesehen, was gerade passiert ist? So, ich würde euch das gern zeigen. Wollt ihr sehen? Wollt ihr, dass ich es euch erkläre? Naja, wie auch immer, ich erkläre es euch trotzdem. Also, im ersten Schritt, ich zeichne jetzt hier erstmal unsere Schüssel, die wir haben, und unser Glas, was wir hier oben haben. So. Die Schüssel ist natürlich mit Wasser gefüllt, wie wir vorhin gesehen haben. Und das Glas, in dem ist natürlich noch Luft drin, die nach außen geht. Die kommt jetzt im Moment auch noch gut raus, weil zwischen dem Glas und dem Schüssel ist noch Abstand. So, die Luft geht also nach außen. So, jetzt kommt der zweite Teil vom Experiment, wo wir das Glas quasi einpumpen in die Schüssel. Dazu male ich jetzt nochmal unsere Schüssel ein bisschen größer, damit man es sieht. Und unser Glas male ich jetzt so, als ob wir es schon in das Wasser reingetan hätten. So. Hier noch schön, dass man sieht, dass das Wasser auch im Wasser drinnen schon ist. Und hier nochmal symbolisch in dem Glas die Luft, die hier nach außen gegangen ist. So. Und jetzt seht ihr auch schon, dieses Glas, wenn man das eigentlich draus lässt auf das Wasser, das ist eigentlich wie eine Türe. Das Wasser schließt eigentlich die Luft ein, es kommt also kein Wasser mehr rein und keine Luft mehr raus, weil es eigentlich verschlossen ist.